Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mockanwälte. Mein Name ist Jessica Vetter, ich bin Rechtsanwältin im Steuerrecht und Strafrecht bei der Kanzlei Kaspers Mock in Koblenz. Gerade für Unternehmer stellt sich immer wieder die Frage steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten. Und das insbesondere dann, wenn der Unternehmer ein Grundstück im Privatvermögen hält, das der Betriebsgesellschaft dienen soll. Mit einfachen Worten, dem Unternehmer gehört ein Grundstück, das er an seine eigene Firma verpachten möchte. Tut er dies, ohne gut beraten zu sein, führt das in aller Regel zu einer Betriebsaufspaltung, was erhebliche Steuern auslösen kann. Was ist eine Betriebsaufspaltung? Durch die Betriebsaufspaltung entstehen zwei rechtlich getrennte, selbstständige Unternehmen, das Betriebsunternehmen und das Besitzunternehmen. Das Betriebsunternehmen wird typischerweise in der Form einer GmbH geführt und ist das operativ tätige Unternehmen, während das Besitzunternehmen dem Betriebsunternehmen die wesentliche Betriebsgrundlage, also Grundstücke oder auch Maschinen, zur Nutzung überlässt. Welche Folgen hat die Betriebsaufspaltung? In der Regel handelt es sich bei der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden, die im Privatvermögen gehalten werden, um eine vermögensverwaltende Tätigkeit. Das heißt, die Miete oder die Pacht müssen zwar versteuert werden, aber ein Verkauf des Grundstücks an sich ist in der Regel steuerfrei. Durch die Betriebsaufspaltung werden die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung jetzt aber umqualifiziert in gewerbliche Einkünfte. Das kann zum einen eine handels- und steuerrechtliche Buchführungspflicht zur Folge haben, zum anderen fällt zusätzlich zur Einkommenssteuer auch Gewerbesteuer an. Zudem wäre der Gewinn aus der Veräußerung des Grundstücks jetzt auch steuerpflichtig. Worum handelt es sich bei dem Wiesbadener Modell? Durch die Anwendung des sogenannten Wiesbadener Modells kann eine Betriebsaufspaltung erst einmal grundsätzlich vermieden werden. Wiesbadener Modell bedeutet, dass der eine Ehegatte die beherrschenden Anteile an der Betriebsgesellschaft hält und der andere Ehegatte die beherrschende Beteiligung an der Besitzgesellschaft oder Alleineigentümer des Grundstücks ist. In dem Fall wird davon ausgegangen, dass kein einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille vorliegt. Das Grundstück bleibt dann also im Privatvermögen. Zunächst einmal klingt das nach einer guten Lösung. Problematisch wird das Wiesbadener Modell aber im Zusammenhang mit dem sogenannten Berliner Testament. Was versteht man unter dem Berliner Testament? Bei einem Berliner Testament setzen sich die Ehegatten gegenseitig als Alleinerben ein. Verstirbt nun der eine Ehegatte, erbt der andere Ehegatte auch die Anteile an der Betriebs- oder Besitzgesellschaft oder am Grundstück. Das Wiesbadener Modell hat also zu Lebzeiten das Entstehen einer Betriebsaufspaltung verhindert. Im Todesfall kommt es jetzt aber unweigerlich zu deren Entstehung, da der überlebende Ehegatte nun sowohl die Anteile an der Betriebs- als auch an der Besitzgesellschaft hält. Die Entstehung einer Betriebsaufspaltung kann zu diesem Zeitpunkt nur noch durch die Ausschlagung der gesamten Erbschaft verhindert werden, denn die Ausschlagung eines Teils der Erbschaft ist unwirksam. Welche Empfehlungen lässt sich zu diesem Thema geben? Sie sehen, dass es bei der Vermietung von einem Ehegatten an die Firma des anderen Ehegatten und in dessen Zusammenhang viel zu beachten gibt. Lassen Sie sich also in jedem Fall von Ihrem Steuerberater oder unseren Fachanwälten für Steuer- und Erbrecht beraten. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte.